10.000 Euro. Ja, das X-Duo All Mountain SE 29 plus 27,5 Zoll in der Ausführung Carbon 2021, ein Jubiläumsmodell, und wir sind in Sankt Wendel. Hier ist Nico Ockenfels und er selbst hat sich für einen Familienausflug dieses Fahrrad unter den Nagel gerissen und mal ausprobiert. Ja, ich grüße dich, Nico. Grüß dich, Sven. Hi. Ja, ziemlich scharfes Teil mit Ausstattungsmerkmalen wie eine elektronische Sattelstütze, die du dann auch noch verstellen kannst, und überhaupt, das Ding ist, man würde es sagen, beim Gebrauchtwagenhändler volle Hütte, oder? Richtig, genau. Volle Hütte trifft es ziemlich genau. Also du hast hier wirklich das Feinste vom Feinsten. Wie du schon gesagt hattest, ist es ein Sondermodell, also eine Special Edition, 10 Jahre Highbike in dem Sinn. Und wir haben hier wirklich die feinsten Parts, wie wir es eigentlich noch nie bei einem Highbike montiert hatten. Besonderheit ist natürlich in diesem Jahr ganz klar der neue Carbonrahmen in der Verbindung mit dem PWX. X2-Motor. Der hat so gesehen 80 Newtonmeter, also das heißt, ist genau auf dem Level vom Bosch Performance CX oder auch dem Shimano EP8. Schön ist halt wirklich, dass er in die Silhouette schön integriert ist. Das heißt, er fällt im ersten Moment gar nicht mal so auf. Wenn du ihn natürlich von der anderen Seite siehst, dann siehst du ein bisschen mehr. Hier verdeckt das Kettenblatt natürlich relativ viel. Aber natürlich auch viele weitere Highlights auf dem Bike, wie eben schon von dir angekündigt, die RockShox-Sattelstütze, die du elektronisch quasi verstellen kannst. Das Ganze funktioniert über den Trigger, den du hier siehst. Ich kann es jetzt auch gerne mal zeigen, wenn du nochmal die Sattelstütze zeigst. Ich muss ihn also genauso aktivieren, um sie reinzuschieben. Genau, da ist vorher auch die Batterie mal eingesetzt. Du hast keinen Zug, kein gar nichts. Also ich könnte die Sattelstütze jetzt auch komplett rausnehmen. Da ist keine Kabel verlegt oder ähnliches. Und mit einem Tab fährt die Sattelstütze dann schlussendlich auch schon raus. Das ist ja vollkommen magisch. Ja, und sündhaft teuer. Wie ist das Ganze, ist das irgendwie so praktisch über so Schwingungen, die drahtlos verteilt werden? Oder weil da ist ja kein Zug mehr drin. Nee, oder das ist Bluetooth? Wie funktioniert? Genau, richtig. Also das ganze System kommuniziert miteinander. Du hast hier quasi das Element, wo die Sattelstütze bedient, und einfach über diesen Tab, man hört es auch ganz leicht. Warte mal, ich halte mal dran. Ist ja süß. Allein die Stütze kostet 800 Euro einzeln? Genau. Das ist halt schon ein sündhaft teurer Preis für eine absenkbare Stütze. Oh, komm. Aber du hast natürlich halt den Vorteil, dass sie in ihrer Funktionsweise absolut genial ist. Das Ganze ist dann auch kombiniert natürlich mit der SRAM-Schaltgruppe, also auch mit der AXS, die du auf der anderen Seite, glaube ich, dann besser siehst. Warte, ich zeig's mal. Ja, ich befürchte Schlimmstes. Auch hier ist ein Akku drauf. Auch hier sitzt im Prinzip der Akku drauf. Und das ganze System funktioniert dementsprechend halt auch nur rein über den Tab-Regler. Wie du halt hier siehst, können wir den Akku auch entnehmen. Das ist der gleiche wie oben? Genau, ist der gleiche wie oben. Wir können den also auch austauschen. Einfach einzusetzen. Du musst ihn natürlich auch separat laden. Mhm. Und er hält ewig? Ewig hält er jetzt nicht, aber du kannst ihn ja immer wieder aufladen. Also von der Haltbarkeit ist es kein Problem. Und du siehst hier dann auch, warte mal, ich mach mal dran, der Mechanismus, wie er dann funktioniert. Also das Ganze auch ohne Seilzug, wer sich auskennt, alle Nachteile sind weg. Genau, also du siehst hier überhaupt nichts. Das Einzige, was wir jetzt hier noch haben, sind die Bremsleitungen. Und vom Display hier, von dem Yamaha-Antrieb, ist noch eine weitere Leitung. Heißt also drei Leitungen. Trotz absenkbarer Sattelstütze und natürlich dann halt auch klassischer Schaltung etc. So, da ist auch eine Batterie drin in dem Sender? Ja, genau. Die hält aber länger. Die hält länger, ja, das ist kein Problem. Carbonlenker mit verbaut, also auch hier wirklich im Gesamten sehr hochwertige Parts. Man sieht auch die Elemente, die Grundbasis war ja das Flyon, wo mit diesen, sage ich mal, mit dieser Optik auch gekommen ist. Die Züge verlaufen direkt da hier rein. Du hast auch Öffnungen hier vorne, die den Akku kühlen. Also da geht es auch wirklich um das Temperaturmanagement, weil ja auch je nachdem, wie hoch du die Leistung einstellst, auch so eine Batterie durchaus halt mal auch ein bisschen wärmer werden kann.
Komplementiert wird das Ganze durch das Öhlins-Fahrwerk. Öhlins haben wir jetzt nicht so häufig verbaut. Specialized ist eine Marke, die durchaus Öhlins-Komponenten häufiger mal bei ihren Bikes mit verbaut hat. Alle anderen Marken, die wir jetzt im Portfolio haben, haben jetzt kein Öhlins in der Erstausrüstung. Und hier sind wirklich dann auch wirklich die Crème de la Crème. Wir gehen rein auf ein Luftfahrwerk. Es gibt ja Öhlins durchaus auch als Stahlfedervariante, gerade auch was den Dämpfer angeht. Und hier siehst du halt auch schon wirklich so ein bisschen die Gene aus dem Sportbereich halt, ne? Also gerade aus dem Motorsportbereich kennt man Öhlins ja doch sehr, sehr stark und wird natürlich auch als Marke wahrgenommen, die wirklich für absolute Qualität steht. Und das, was wir jetzt anhand der Gabel schon gesehen haben, also es sind nicht nur die Knöpfe an sich, das kann mittlerweile jeder Hersteller schon relativ gut, es ist wirklich auch das Innenleben, wenn man so eine Gabel mal zerlegt, wie hochwertig diese dann halt auch gemacht ist. Und vor allen Dingen, hier steht ja wirklich die Performance nochmal im Vordergrund. Und verstellen kannst du da sehr, sehr viel. Also du hast ja zum einen natürlich die Luftkammer hier auf der Seite, wo du zum einen den Luftdruck anpasst, das heißt die Abstimmung auf dein Körpergewicht. Und du hast unten quasi dann auch nochmal eine Gegenkammer, die auch für die Abstimmung entscheidend ist. Das heißt, du musst zwei Kammern befüllen. Ist auch hier bei den Gabeln angegeben, hier unten. Also einmal Negativkammer und eine Positivkammer. Und auf der anderen Seite haben wir die Dämpfungseinheit. Das heißt, wir haben hier auch nochmal, wie wir das so ein bisschen auch von Fox kennen, drei verschiedene Modi, also ein komplett offener Modi, dann sage ich mal ein mittlerer Bereich und einer, der deutlich progressiver ist. Zusätzlich kannst du aber sowohl Zugstufe als auch Druckstufe einstellen. Also für alle Laien, die eine Gabel, wenn ich die jetzt unten losmachen würde, die würde nach unten wollen und die andere nach oben und die gleichen sich aus. Oder wie? Was meinst du von der Druck- und Zugstufe? Druck- und Zugstufe. Die eine ist halt für die Einfedergeschwindigkeit und das andere ist für die Ausfedergeschwindigkeit der Gabel relevant. Und das wird wahrscheinlich über die Öffnung irgendwie realisiert? Genau, richtig. Also hier geht es wirklich rein nur um die Dämpfungseinheit. Dort wird das im Prinzip vom Management her abgestimmt. Und da muss man halt auch sagen, ist das halt auch ein Hersteller, der sowas halt aus dem Motocross-Bereich oder Motorradbereich halt wirklich sehr, sehr gut beherrscht. Also man muss dazu sagen, es gibt extrem viele Einstellmöglichkeiten. Da muss man sich auch so ein bisschen dran rantasten, weil hier das Fahrwerk natürlich extrem... Ist jetzt keine zugekaufte Dämpfereinheit, wo die nur einen Aufkleber drauf gemacht haben? Nee, also das ist ein wirklicher Öhlins-Dämpfer. Das ist ein echter. Das ist kein RockShox mit einem Öhlins-Logo drauf. Hätte ja sein können. Weißt du, die sagen sich, okay, brauchen wir nicht für Mountainbike, haben wir ja normale Motorrädern. Macht Öhlins die Dämpfer und die Gabeln auch für harten Geländeeinsatz für Fahrräder eigentlich üblicherweise? Üblicherweise ist ja ein Rad für den durchaus harten Geländeeinsatz. Kannst ja damit halt schon... Ich kenne es ja nur aus dem Motocross, da ist es ja oft, oder aus dem Motorsport, hast du ja eben schon gesagt, aber die bauen auch tatsächlich Fahrradgabeln ganz stark, oder? Ja, ja. Also ist auf jeden Fall mit ein Markt, der Öhlins wohl interessiert, schon seit ein paar Jahren. Und das, was sie dort machen, muss zwangsläufig halt auch dem Niveau aus dem Motorradbereich halt standhalten. Das ist ähnlich wie mit Husqvarna. Wenn du ein Rasenmäher nimmst von Husqvarna oder eine Kettensäge, das ist halt wirklich sehr, sehr hochwertige Qualität. Und dann wirst du meistens nicht deinen Markennamen dafür verwenden, für irgendwelche Low-Budget-Produkte herzustellen. So, du bist das Fahrrad ja gefahren, Yamaha PWX2. Du hast gesagt, der steht dem Bosch, zumindest vom Drehmoment her, in nichts nach. Was sind so die Vorzüge vom Yamaha, wo du sagst, das hat jetzt kein anderer? Gut, der Yamaha ist, also ich sage, jeder Motor ist immer anders in seiner Entfaltung. Ne? Es ist wirklich auch wie der Vergleich mit einem Motor von einem Auto. Du kannst immer 200 PS haben von drei verschiedenen Herstellern und jeder hat aber eine unterschiedliche Charakteristik irgendwo raus. Der Yamaha ist halt auch ein Motor, der durchaus sehr, sehr leise ist und natürlich auch sehr kompakt in seiner Bauform. Die Symbiose gerade Highbike und Yamaha gibt es halt schon sehr, sehr lange. Ne? Das heißt also, man legt hier auch wirklich Wert drauf, diese Beziehung mit Yamaha einzugehen und weiter auszubauen. Und die Kombination ist ja dann auch, dass wir hier auch schon den 600 Wattstunden Akku mit drin haben, voll integriert. Das ist jetzt somit das Neueste seit diesem Jahr aus der Yamaha-Kollektion. Ist aber bis jetzt nur bei diesem Modell drin, weil wir warten aktuell noch immer auf die klassischen Räder, wo auch 600 Wattstunden Akkus drin sind. Sag mal, bei dem Preis hätten Sie aber wenigstens DT Swiss Felgen aus Carbon dabei machen können. Ja, haben Sie ja. Echt? Ja. Nochmal Klopftest. Carbon.
Ich habe es befürchtet, ja. Denn allein die Form hätte drauf schließen müssen, oder? Ja, also hättest du auch aus Aluminium hinbekommen, aber hier ist wirklich vom Gesamten her wirklich feinste Komponenten. Klar, die goldene Kette sieht natürlich auch noch schick aus dort dabei. Ich zeig's mal gerade. Wie lange die natürlich Gold bleibt, wenn du sie immer ordentlich pflegst und sauber machst, dann bleibt sie auch Gold. Fährst du bei Wind und Wetter und lässt die Kette Kette sein, dann ist sie dann doch irgendwann schwarz. Aber vom Grundprinzip her, wie gesagt, DT Swiss Laufradsatz mit drin, mit Carbonfelgen. Wenn du natürlich auch im Verhältnis siehst, wie klein der Narbenkörper selber ist im Verhältnis zur Gabel, ist das halt wirklich schon Wahnsinn. Bremsanlage kommt jetzt in dem Fall von Shimano mit der XTR. Heißt, wir haben aus jedem Haus so ein bisschen was verbaut. Also Antrieb geht wirklich rein komplett auf SRAM, genauso wie auch die Sattelstütze. Lenker und Kurbelantrieb ist dann von Raceface. Und Fahrwerk, wie schon gesagt gehabt, ein Öhlins-Fahrwerk und das dann kombiniert mit der XTR-Bremsanlage. Okay. Boah. Auch die Möglichkeit. Warte, man kann dich noch nicht hören. Ich muss mal gerade das Mikro zu dir errichten. Gib mir mal gerade eine Sekunde, ich muss mich mal setzen. Mal wirken lassen. Ich will es mal gerade wirken lassen. Und wenn ich mal kurz neben mir setze, 1,50 Meter Abstand. Jetzt haben wir ja 2000, guck mal, das mag ich doch, wenn du einfach mal da so sitzt, mal so ganz locker, du versuchst das so alles abzureißen. Hast du das überhaupt noch, weil wir reden jetzt über 10.000 Euro, du bist mit deiner Family damit gefahren, durch den Wald ein bisschen, im leichten Geländeeinsatz, deine Kinder sind da noch jung. Aber ich kann mir vorstellen, Leute, die sowas kriegen, die fiebern doch da dem Auslieferungstermin entgegen, oder? Ja. Also das Rad wurde jetzt erst Ende Februar ausgeliefert, auch da wurde es erst gelauncht und wir sind froh, jetzt schon einige Exemplare da zu haben. Wir haben auch schon einige verkauft. Also es sind halt wirklich 10.000 Euro, das ist jetzt kein Rad, wo man sagt, das ist jetzt unbedingt von der Stange, auch wenn es eine Serienproduktion ist, aber die Nachfrage nach dem Rad ist wirklich hoch und das war mir auch klar, ich glaube, sie wird halt noch höher, wenn das Video quasi auch mal online ist. Also du hast noch welche, muss man sagen, die Rahmengrößen, die du hast? Wir bekommen auch noch welche, Rahmengrößen ist jetzt gekommen nur M und L. Hier haben wir jetzt ein M stehen vom Rahmen her und die Rahmengrößen S und XL folgen jetzt zum Ende des Monats, sprich zum 30.03. für die, die das Video später anschauen. Und wir haben aber auch noch für die späteren Zeitpunkte Räder geplant. Ich kenne jetzt schon Leute, die gar nicht damit fahren und du wahrscheinlich auch, weil das so eine spezielle Edition ist. Wenn man Fahrräder sammelt, ist das ein Sammlerobjekt. Du merkst am Markt, es wird so gemunkelt, es gibt keine mehr. Da hast du gesagt, die haben auch einen riesen Bohai drum gemacht mit, ich sag mal, Sperrdatum, Veröffentlichung, keine Videos senden. Ja, also hier ging es wirklich darum, halt mal das Ultimo zu zeigen. Das Flyon ist ja natürlich schon ein herausragendes Rad. Nur hier kommt jetzt so ein bisschen die Geschichte mit Yamaha in der Verbindung auch zum Tragen, weil Highbike doch wirklich auch sehr Yamaha-lastig ist vom Antrieb her. Und der neue Carbonrahmen zeigt es natürlich schlussendlich halt auch, wie formschön das Ganze von der Silhouette dann halt auch aussehen kann. Ich selber fahre das Rad einfach, weil es mir selber auch persönlich gut gefällt. Ich selber auch noch kein Rad hatte, was ein Öhlins-Fahrwerk hatte oder hat. Und natürlich bin ich absoluter Fan von der SRAM-Schaltgruppe. Sprich, also weniger Züge ist genau das, was mir halt auch gefällt, was die Optik clean hält. Und das macht es halt auch wirklich dann halt auch irgendwo aus. Ich habe gehört, dass der Motor von Yamaha hat so einen Automatikmodus. Wenn du mir das mal kurz erklärst. Genau. Der Automatikmodus funktioniert im Prinzip. Also hier haben wir die verschiedenen Modi in der Leistung. Und wenn du dementsprechend lange oben hältst, hast du hier das A und dann hast du einen Automatikmodus. Das ist ähnlich wie der EMTB-Modus bei Bosch. No? Das heißt, hier brauchst du nichts mehr zu machen. Hier regelt der Motor im Prinzip die Leistung über die Trittfrequenz. Okay, je nachdem, wie viel Leistung reinsteckt. Wie der EMTB-Modus halt schlussendlich bei Bosch dann halt auch. Und da kann man selber dann halt so ein bisschen ausprobieren. Ich hatte es jetzt auch am Wochenende mal ein bisschen probiert gehabt. Wie gesagt, mein Einsatz war jetzt erstmal family-technisch. Das heißt also, der grobe Einsatz folgt noch. Aber das, was ich jetzt mal zumindest mal vom Rad sagen kann, so mal die kleine Hausrunde bin ich noch gefahren bei mir, macht das Rad halt wirklich sehr, sehr viel Spaß. So, 10.000 Euro. Wir können ja gleich nochmal hier auf die Halter eingehen. Das wollte ich ja gerade nochmal sagen. Da ist diese Multifunktionsschiene drin. Genau, das MRS-System haben wir im Prinzip bei allen Highbike-Modellen. Hier haben wir eine Gummierung drin. Ich gucke mal, ob ich sie gerade auch rauskriege, dass man das auch mal sieht.
Ne? Das ist toll, oder? Genau. Also hier kann ich genau anpassen, wo will ich den Flaschenhalter positionieren. Ich kann sie rausschneiden? Du kannst sie rausschneiden, genau. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, okay, die Position schneide ich dann nur raus, die anderen setze ich wieder ein und dann passt das ganz genau. Und dadurch kannst du natürlich auch sehr, sehr schön mit deiner Flasche hin und her schieben, weil ich fahre jetzt Rahmengröße L und ich kriege auch noch eine große Flasche rein. Hier wird das deutlich schwieriger. Und du musst ja auch noch Platz zum Dämpfer haben. Das heißt, du musst gucken, dass der Dämpfer dir nachher nicht die Flasche rauskickt. Aber bei allen Modellen definitiv ein Side-Cage-Flaschenhalter. Heißt, du musst die Flasche seitlich rausnehmen, weil nach oben ist zu wenig Platz. Das funktioniert nicht. So, der Rahmen ist aus Carbon. Du hast erzählt, es ist der neue Rahmen, also genau, mit diesem Lufteinlass. Richtig, also die Thematik hier oder die Optik, die kennen wir schon vom Flyon. Wir kennen auch das Thema Carbon schon vom Flyon. Hier galt es jetzt einfach nur darum, das Rad so zu konzipieren, dass wir halt auch zum einen den Yamaha-Antrieb dort reinbekommen. Beim All Mountain haben wir ja vorne 29 Zoll, hinten 27,5. Also auch das kennt man aus dem Motocross-Bereich. Vorne hat es einfach den Vorteil, dass du ein Rad hast, was gut über Hindernisse geht. Hinten durch das kleinere Laufrad hast du einfach ein sehr wendiges Rad, ne, wo es auch wirklich gut um die Ecken geht. Das ist halt der Hauptvorteil dort dabei. Wir haben zusätzlich auch noch eine Kettenführung mit drauf. Einfach damit die Kette sauber geführt ist und dann auch nicht abspringt, weil mit 160 mm Federweg hast du natürlich schon jede Menge Potenzial und Möglichkeiten, das Teil richtig einzusetzen. Krass. Also es ist wirklich ein tolles Fahrrad. Trotzdem wird es wieder bei 10.000 Euro viele geben, die sagen, mein Gott, ich habe mir übrigens gerade einen Motorroller gekauft von Honda, ein PCR oder PXR heißt der, der kostet 2,9 plus Steuer. Das heißt, ich könnte mir drei Motorroller kaufen, gut, dann habe ich immer noch kein E-Bike. Dann hast du kein E-Bike und du hast halt wirklich kein E-Bike, was wirklich die Speerspitze ist dann halt auch. Oder im Falle des Motorrollers. Gibt es ja auch teurer für 12.000 Euro. Auch. Ich verstehe aber auch jeden Kunden, der sagt, 10.000 Euro für ein Fahrrad ist ja Wahnsinn. Wir müssen aber immer noch mal abwägen, dass wir in einem Bereich sind. Zum einen ist ein Fahrrad ein Fortbewegungsmittel von A nach B und es ist halt auch ein Sport. Und beim Sport gibt es halt in dem Sinn halt auch keine Limits. Also du kannst dir auch für 2.000 Euro eine Angelrute kaufen, wo der andere sagt, dafür kann ich ganz oft Fisch essen gehen. Ne? Jetzt ist aber so, Heilbike ist ja ein bodenständiger Hersteller. Also es gibt ja Hersteller, die sich nur in dem Bereich 10.000 Euro bewegen. Ja. Aber Heilbike hat ja auch Fahrräder für, ich sag mal, 300 Euro ohne Motor, hat auch E-Bikes für, weiß ich nicht, 2,5, wo es dann beginnt. Das heißt, die kennen sich in allen Bereichen aus und hier wollten sie es mal so richtig krachen lassen. Allerdings, du hast viele bestellt. Das heißt also, bei 10.000 Euro ist ja ein gewisses Risiko, dass du sie nicht loskriegst, aber sie sind gerade auf den Hof gerollt, schon die ersten sind verkauft. Ja, das bleibt natürlich nicht aus. Also man wägt natürlich immer irgendwo ab. Das da ist jetzt mit eins der teuersten Räder, welches wir im Sortiment haben. Und man sollte immer mit Bedacht einkaufen, gerade auch in dem Fall, wenn jetzt gerade der Boom extrem groß ist. Aber so solche Räder willst du nachher nicht noch 10 in deinem Lager liegen haben. Mir war aber schon eigentlich bewusst, dass das Rad gut ankommt. Ja, wir reden wirklich von der Speerspitze. Das heißt, dieses Rad kauft auch nicht jeder. Es ist aber, glaube ich, für mich auch so ein bisschen ein Rad. Also ich weiß noch nicht, ob ich meins noch mal hergebe oder ob ich es dauerhaft behalte, weil es einfach für mich ein Rad ist, was von der Optik. Ich zeig mal gerade eins, wenn ich mal in dein Büro darf. Ich hoffe, du weißt, was ich will, oder? Ja. Da steht nämlich auch noch so ein Ding rum. Das hast du mal gekauft. Das ist schon alt. Ist schon alt, aber du stehst zu deinem Wort, muss man fairerweise sagen. Wenn du sagst, ich kaufe da sowas, wenn du es mal gerade ein bisschen näher holst, dann kann ich, dann habe ich den Vorteil, ich muss ja nicht direkt an den Schreibtisch ran mit allen Kennwörtern, die am Bildschirm kleben. So, das ist jetzt zum Beispiel so eins, wo du auch gesagt hast, das kaufe ich mir und das wird nicht mehr verkauft, muss man sagen. Zeig mal. Ein bisschen prahlen dann auch, ne? Okay, wer ist damit gefahren damals? Was, mit der Nummer? Ja. Ich selber. Echt? Ja. Du? Okay. Ich hab mir noch ein paar. Echt, zeig mal. Oh, du Abdrücker. Lass mal gucken. Das heißt, du warst früher mal sportlich? Ich war auch mal sportlich, ja. Krass. Sag mal, was ist das da alles? Also das meiste ist Alpe d'Huez. Megavalanche. Das ist halt ein Freeride-Rennen. Starten vom Pic Blanc. Und ja, da hast du 3330 Höhenmeter. Und dann geht's halt in der Masse runter. Achso, mit Range Extender oder was? Achso, ist ein Downhill. Ist in Richtung Downhill. Du musst halt irgendwann unten auch nochmal ein bisschen berghoch treten. Also du hast halt
alle Facetten. Du hast auch vom Untergrund her oben Schnee, du hast Geröll, du hast Wiese, du hast Dreck, du hast Wald, du hast alles. Und ja, das war eins mit der ersten Räder, die ich damals dafür genutzt hatte. Das war schick, oder? In dem Fall war das jetzt ein High Octane und von Scott. Das war auch so ein Sondermodell damals, so zu irgendwas? Nö, das war ein klassisches Serienmodell. Also auch hier in der Verbindung jetzt mit Manitou-Gabel, Fifth Element Dämpfer war damals ein großes Thema. Du siehst selber vorne noch ein Dreifachkettenblatt, dünne Lenker, also 25-4er Klemmung, aber dafür 1,5 Zoll Schaft, Haze-Bremsanlage. Das und halt auch von den Möglichkeiten. Also ein Carbon-Sitzdom war auch damals schon Thema. Ja, halt alles Vergangenheit. Wenn du jetzt das Verhältnis siehst, wie klein die 26 Zoll Laufräder sind. Das Baujahr ungefähr um die 2000? Das da müsste jetzt sein, lass mich überlegen, ja, um 2002 oder 2003, glaube ich, irgendwas in dem Dreh. Da sind doch viele schöne moderne Elemente eingebaut, wenn du es siehst. Also das wollten wir nur mal zeigen. Das ist zum Beispiel so ein Fahrrad, wo du dir auch wahrscheinlich schwer tun würdest, das nochmal abzuverkaufen. Denn, nee, das gebe ich einfach nicht her. Da steckt zu viel Erinnerung drin. Und das Rad ist so gesehen komplett Serie sogar, außer die Sattelstütze. Ansonsten haben wir ein komplettes Serienrad. Und das ist halt so das, wo ich immer gern dann auch nochmal anschaue, wenn ich in mein Büro komme. Komm, wir gehen nochmal zurück. Wertanlage, Fahrrad sammeln. Das war ja früher, waren es die Telefonkarten. Ich weiß nicht, ob ich daran erinnern kann, das von der Deutschen Post. Die haben die Leute dann gesammelt und viele sammeln ja Fahrräder. Nee, Späß beiseite. Also man kriegt ein tolles Fahrrad. Werterhalt bei dem Fahrrad, denkst du, ist nicht unerheblich, denn es gibt eine ganz klar definierte Stückzahl. Es ist schwierig auszudrücken, ob wir hier einen Werterhalt haben oder nicht. Ein Fahrrad ist jetzt natürlich nicht unbedingt die Anlage. Wenn ich jetzt aber mal zurückgehe, Anfang der 90er, wenn ich da noch eine eingepackte XTR-Schaltgruppe habe, dann ist die heute viel Geld wert. Ja, das ist so die Anfangszeiten des Mountainbikens und da gibt es einige Komponenten, die auch einige Marken, die begehrt sind und wenn die in einem guten Zustand sind, dann gibt es schon den einen oder anderen, der das gerne hätte. Aber es gibt nicht so einen großen Sammlerkreis einfach. Ne? Das muss man einfach so sehen. Ist ja immer noch ein Highbike. Und meistens ist es immer die eigene Verknüpfung mit so einem Rad. Ich hatte mal so ein Rad gehabt und würde es mir gerne nochmal kaufen. Dann siehst du es aber nicht unbedingt immer als Wertanlage. Aber in sich muss man ganz klar sagen, selbst in 10 Jahren behaupte ich, hast du hiermit immer noch ein sehr, sehr besonderes Rad. Also gar keine Frage. Ich stelle mal gerade das Hinterrad, du kennst es ja schon. Denn es gibt zwei, drei Sachen zu sehen. Der Akku ist mit einem Schloss am Diebstahl und Rausfallen gehindert. Das Schloss ist hier. Ich zeige es mal gerade, jetzt sieht man es eigentlich ganz schön. Schlüssel ist verloren gegangen, deswegen können wir es euch nicht zeigen. Aber darunter ist der Akku. Auch darunter ist der Akku. Es geht nur ein bisschen schwieriger auf, weil der Pin... Jetzt zeige ich mal gerade, wie der Nico da steht. Genau, ich stelle es nochmal kurz ab. Das war eigentlich ganz einfach, oder? Der Pin. Es ist im Prinzip aus Gummi und das geht ein bisschen schwieriger. Teflon-Spray ein bisschen. Also es soll ja auch schwierig gehen. Es soll ja dann auch schwieriger gehen, weil so oft machst du das Teil ja auch nicht ab im Verhältnis. Und wenn du jetzt halt dann schaust, dann siehst du hier drunter den fetten Ladebuchse. Den fetten Akku. Hier. Ah, da. Okay. Das ist die Standardladebuchse, die alle bisher hatten. Das heißt, die haben nichts geändert am Laden? Bei dem Modell jetzt zumindest mal nicht. Also normalerweise hast du eine Ladebuchse immer über die Seite, auch beim Fly-On. Ja, aber ich sehe jetzt, das ist genau die gleiche Ladebuchse, die mein Sohn auch hat bei seinem Yamaha. Das kann ich jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht sagen. Aber hier ist es so, du musst das Cover erst abmachen, um an die Ladebuchse zu kommen. Oftmals ist die Ladebuchse ja hier an der Seite. Ne? Und Akku kannst du natürlich auch entnehmen und kannst ihn natürlich auch dann an irgendeiner anderen Stelle dann auch nochmal laden. Sehr schön. Komm, wir packen mal ein. Ich gucke mal auf die Uhr, 23 Minuten. Sonst schimpfen die Leute wieder und sagen, das hätte man auch in 3 Minuten erklären können. Aber es ist ja so, das ist schon ein ganz besonderes Produkt. Also das All Mountain, wie heißt es nochmal? SE, gell? SE, genau. SE. Es gab mal so ein Mac, der hieß SE. Kann ich mich mal erinnern. All Mountain SE. 27,5 Mischbereichung, 29 Tonnen Carbon MTB 2021. Gibt es nur ein Grau? Ja, es gibt nur eine Farbe. Gott, es gibt die Farbe und die Farbe. In welchen Farben haben Sie es noch? In der.
grau geht immer. Grau geht immer. So, am besten, wenn Sie es haben möchten, ja, jetzt ist es, hast du die komplett erfasst bei dir im Netz schon? Ja, die Räder sind online aktuell und mit Größe, ja, natürlich. Das heißt, derjenige, der sich da für so ein Rad entscheidet, oder ich habe jetzt auch einen Kunden, der hat das Rad bei einem Händler bestellt, der kriegt es erst im Juni, der will es aber jetzt halt haben. Du hast welche. Und wir haben jetzt welche und dementsprechend holt das jetzt bei uns. Tut mir leid für den Händlerkollegen, aber... Hast du einen Namen noch und den Ort vom Händlerkollegen? Nee, leider nicht. Den Händler kenne ich gar nicht, aber ich habe nur Kontakt mit dem Kunden gehabt. Von daher weiß ich das noch vom Bund. Also Anne wäre auch gemein. Und der kommt morgen sein Fahrrad abholen. Sehr schön. Also hast du ein paar da. Es sind einige da, muss man sagen, also für den Bereich. Und ja, wenn Sie Lust haben, rufen Sie an bei Nico Ockenfels oder schreiben noch besser eine Mail oder bestellen es direkt online. Kann ich es auch Probe fahren, so hier mal kurz im Blog und so? Prinzipiell ist Probefahrt möglich. In der aktuellen Zeit, wie wir es jetzt haben, wir sind jetzt im März, immer nur mit Termin vereinbart. Aber ich meine jetzt, du wirst jetzt nicht sagen, hey, Sie können es gerne von außen anschauen. Sie dürfen auch mal hier im Laden Probefahrt einmal rund um Block wird gehen. Gar keine Frage. Das geht in jedem Fall. Aber nur, wenn ich 10.000 Euro im Bar hinterlege, oder? Nee, das ist auch nicht erforderlich. Kriegen wir irgendwie hin. Kriegen wir hin. Okay, sehr schön. Nico Ockenfels, WeCycle heißt das Unternehmen. Ich zeige es gerade nochmal auf deinem Shirt ohne Bändel. Ohne Bändel. Ohne Bändel. Vorbereitet. Hat sich vorbereitet. Und ihr habt zwei Läden. Einer ist tatsächlich in St. Wendel im nördlichen Saarland. Der andere ist in Riegelsberg. Das ist ein eigener Ort in der Nähe von Saarbrücken, zwischen Saarbrücken und Heusweiler. Und ihr seid Ortsausgang Richtung Heusweiler, Nähe Kaufland. Kaufland. Genau. Tschüss, Nico. Danke. Ciao, Sven.